Hey, schön, dass du bei diesem Video gelandet bist. Ich möchte einfach mal ganz kurz erklären, was man hier mit dem Nord machen kann. So ganz einfache, grundlegende Patches. Ich habe da so ein paar Sounds zusammen gebastelt, die ihr nutzen könnt für ganz einfache Worship-Sets, aber auch falls euer Rechner mal abkackt oder irgendwas ist. Man kann aus dem Nord mehr rausholen, als man denkt. Und dann auch noch zwei, drei Sachen, wo ich der Meinung bin, dass es sehr wichtig ist zu wissen, zum Beispiel einfach, wie man den MIDI-Zugriff ändert. Genau, anfangen tut es einfach mal hier mit dem ersten Patch. Einfach ein normales Klavier. Das könnte da einfach ganz normal ein Klavier spielen. Genau, Patch 2. Bedenkt immer, wenn ihr einen Patch wechselt, dann cuttet es den Ton einfach weg. Also ihr seht es jetzt hier, dann cuttet es einfach weg. Genau, und das ist so ein Main oder so ein Basic Patch, wo ihr einfach Keyboard und Pad habt. Pad hier, Klavier hier. Genau, und was ich da euch zuerst erklären möchte, ist, es gibt beim Nord Stage zwei Saiten, und zwar A und B. Die könnt ihr entweder jetzt getrennt auswählen, hier jetzt gerade nur A ausgewählt oder nur B auswählen. Oder ihr könnt auch beide zusammen auswählen. Und das Wichtige ist hierbei, weil wir jetzt hier ein Drone-Patch halten auf der B-Seite, dass nur eins ausgewählt ist. Also hier jetzt auf A ein Pad und ein Klavier. Und hier wollen wir ein Drone-Patch starten. Und das machen wir. Da ist ganz wichtig hier dieser Hold-Button. Das machen wir, indem wir einfach hier jetzt die Taste in der jeweiligen Tonart auswählen. Zum Beispiel jetzt mal in C-Dur. Dann fängt das Drone-Pad an zu spielen und dann könnt ihr das auch hier über Hold, also ihr könnt einerseits das zum Beispiel jetzt hier auf D rüber wechseln oder auf E rüber wechseln oder auch wieder auf C gehen, und ihr könnt es dann aber auch hier über den Hold-Knopf ausfaden lassen, und wichtig ist dann wieder zu drücken, damit die Funktion wieder scharf geschaltet ist. Also, ihr könnt jetzt in C-Dur Drone-Pad reinziehen und dann dazu spielen. Nächstes, was ich euch vorstellen möchte, ist hier dieser Filter bei Kanal A in dem Pad. Könnt ihr diesen Filter aufziehen. Das macht ihr mit dem Mod-Wheel oder indem ihr es hier direkt tut. Hier das Mod-Wheel. Genau. So mal für euch zur Erklärung, funktioniert dieses hauptsächlich Patch, das ich euch empfehlen möchte. Und jetzt im nächsten Gang möchte ich einfach noch zwei, drei weitere Sachen sagen an Sounds, die da auch drauf sind, die ihr nutzen könnt, damit es einfach, damit ihr eine Vielfalt habt. Hier gibt's einfach, steht auch dran, was es ist, E-Piano und Pad. Und da ist auch wieder hier das Drone-Pad drin. Genau, dann nächstes Patch ist jetzt einfach hier ein Upright, und ich habe mit Blossom, also Blossom ist, ist so ein Patch, das habe ich gesampelt von Omnisphere, das ist hier drauf, auch hier hinten dran wieder Drone Pad, aber ich zeige es euch jetzt mal ohne, dass ihr einfach mal seht, was es ist. Blossom, wir können es dann auch einfach ohne spielen und vielleicht schafft einfach ein bisschen Atmosphäre, könnt ihr einfach mal nutzen, aber sowas ist auf jeden Fall hier auf dem Nord drauf. Genau, und am Schluss einfach noch eine klassische Orgel, wo ihr hier Leslie machen könnt. Genau, und das war es eigentlich auch schon. Das sind so die Basic Sounds, wo ich sage, die braucht ihr, oder mit denen könnt ihr hier schon mal ganz gut einen Gottesdienst gestalten. Ohne dass ihr irgendwie jetzt, was weiß ich was, Mainstage und Ableton mitbringen müsst. Mit dem kommt ihr einfach ganz richtig weit. Und jetzt noch eine Sache, die super wichtig ist, die gibt es beim Nord Stage 3, soweit ich weiß, nicht mehr, aber im Nord Stage 2 ist es noch super wichtig zu wissen, dass das Nord Stage 2 nicht gleichzeitig USB und MIDI raussendet an euer MIDI-Keyboard, sondern nur entweder oder. Sprich, das muss man einstellen. Also wir senden zum Beispiel hier sehr oft über MIDI ans Interface direkt die MIDI-Befehle von der Tastatur,
funktioniert aber dann nicht gleichzeitig das USB. Wenn ihr dann euren Laptop mal mit USB betreiben wollt, nicht über MIDI und Interface und direkt an USB anschließen, dann müsst ihr es umstellen. Das zeige ich jetzt einfach wie, weil sonst denkt ihr, das Ding ist kaputt, obwohl es nicht ist. Und da geht ihr auf Shift, MIDI und dann geht ihr hier weiter auf diesen Cursor-Tasten, bis ihr eigentlich nur eins weiter, bis ihr auf MIDI Global sind. Das seht ihr jetzt, dass wir Channel 1 MIDI 1 drin haben. Wenn ihr, kann sein, ihr bräuchtet das Klavier auf MIDI 3, dann könnt ihr es hier einstellen auf MIDI 3 oder auf MIDI 16 oder sowas. Oder ihr braucht es auf USB und dann müsst ihr einfach das jetzt suchen. Und das ist jetzt hier am anderen Ende. Ihr könnt es auch ganz ausschalten, das ist aber jetzt nicht das Ziel. Da könnt ihr jetzt den USB-Channel auswählen, den ihr haben möchtet. Und das ist, man nimmt sehr oft eins, nehmt einfach den, den ihr braucht. Bei Mainstage macht auf jeden Fall eins Sinn, weil das teilweise dann Probleme bereitet, wenn man andere nimmt. Deswegen nehmt da immer MIDI 1 oder USB 1. Genau, das war's schon. Und dann drückt ihr einfach hier Exit. Dann ist es gespeichert. Auch wenn ihr das Ganze wieder ausschaltet, ist immer noch drin. So könnt ihr es ganz einfach einschalten. Und vor allem der, in dem Fall, falls es mal euer Keyboard nicht das Not erkennt als MIDI-Controller, prüft zuerst diesen Vorgang, bevor ihr eure Leiter damit nervt oder denkt irgendwie, es ist die Welt untergegangen, weil es kann sein, es liegt sehr wahrscheinlich einfach an dieser einen Einstellung. Genau, so viel von mir. Das war das zum Nord. Habt viel Spaß damit. Macht's gut. Ciao.